Heute verrate ich meine drei Tricks, wie ich auszufüllen kann, wo die Kabel unterputz, die Leitungen unterputz verlaufen, damit ich ein Loch bohren kann ohne Probleme. Vor allem mein dritter Trick hat es in sich, da bohre ich nämlich dann ein Loch in der Wand, obwohl ich weiß, dass Leitungen unterputz verlegt sind, und ich bohre aber trotzdem und ich kann euch sagen, wie das funktioniert. Die ersten zwei Tipps, ich persönlich verstehe gar nicht, wie das überhaupt möglich ist. Weil wenn ich meine Videos so anschaue, gibt es in Deutschland 82 Millionen Spezialisten, die ja jede Leitung in der Installationszone verlegen, und da kann ich mir nachschauen, wo die Installationszonen sind, und schon passiert nichts mehr. Ist aber komisch, dass ich trotzdem so oft auf Baustellen muss und muss ein paar die Leitungen reparieren. Wie auch immer. Als erstes muss man mal wissen, um was geht's. Wenn ich da zum Beispiel irgendwo einen Handtuchhalter herbohren muss, ist das ziemlich einfach. Ich mache das locker, schauen wir die Geschichte an. Bauen notfalls die Dosen aus und schaue, von wo irgendwelche Leitungen kommen. Dann muss ich jetzt sagen, okay, auf der Seite fällt nichts oder da ist was, da kann man was machen. Auf der anderen Seite ist es besser, da mache ich es ja ernten. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, immer wo Dosen sind, irgendwo in diesem Bereich nach oben oder nach unten. Mittlerweile auch auf dieser Höhe quer. Kann immer in einem bestimmten Bereich ein Kabel, eine Leitung, Unterputz installiert sein. Da würde ich vom Bohren abraten. Das gilt natürlich grundsätzlich für Installationen. Da ist jetzt zum Beispiel der Schalter. Die Möglichkeit, dass die Leitung nach oben geht, nach unten oder quer darüber, da würde ich halt einfach grundsätzlich nichts bohren. Und wenn man da aber ganz sicher sein möchte, schauen wir uns jetzt den nächsten Tipp an. Falls das jetzt ein bisschen undeutlich war, genau für dieses Szenario, irgendwo nachträglich ein Loch bohren, eine Leitung bohren, die Elektroinstallation ist lange fertig, es ist verputzt, gestrichen, gefliest, was auch immer. Genau für dieses Szenario sind diese Installationszonen. Wer mehr zu diesen oder von diesen Installationszonen wissen möchte, tut den Kanal jetzt bitte abonnieren. Da kommen nämlich demnächst mehrere Videos darüber. Bei meinen eigenen Installationen, auch wenn ich nicht vor Ort war, kann ich genau, wenn ich 10 Jahre später auf eine Baustelle komme, genau sagen, wo die Leitungen liegen, weil ich weiß, wie ich ticke, und genauso installieren da meine Leute, meine Mitarbeiter. Es kann aber durchaus sein, dass ich irgendwo auf eine Baustelle komme, wo ich nicht selber installiert habe. Dann hilft mir mein bester Freund. Jetzt könnten viele sagen, ja, du hast da bestimmt noch eine andere Leitungssuche, selbstverständlich habe ich die. Mir geht's aber um dies zu zeigen, das ist der Bosch Professional GSM 120, das heißt 120, 12 cm, 120 mm tief kann der in die Wand orten. Ich brauche den zum Beispiel, wenn man mir oft nachträglich in Rigipsdeckern, Holzdeckern, Einbaustrahler montierend, um Balken zu finden. Ja, ich habe es richtig gehört, ich kann mit dem nicht nur stromführende Leitungen finden, sondern ich kann mit dem Holzbalken finden, ich kann mit dem Eisenmetalle und Nicht-Eisenmetalle finden. Nicht-Eisenmetall, Aluminium, Kupfer kann ja drin sein, Kupfer, Heizungsrohre in Kupfer kann drin sein. Ganz ein großes Problem, wenn man die anbohrt. Und ich kann stromführende und nicht stromführende Leitungen, Kabel identifizieren. Was ich nicht identifizieren kann, ist Kunststoff. Also Ablaufrohre zum Beispiel. 100er, 125er, 150er Ablaufrohr, 100er Ablaufrohr. Das finde ich so nicht. Da gibt es aber wieder noch mehr andere Tricks. Beginnen möchte ich mit einem Holzbalken suchen. Und da heute sehr viel Trockenbau und so weiter mit OSB gemacht wird. Also Ständer, Balkenwerk, dann OSB und dann Rigips, möchte ich das zeigen, wie man einen Balken, da ist der Balken, findet, auch wenn der hinter einer OSB-Wand liegt. Also auch das ist zu finden. Das ist ein 18 mm OSB und dahinter eine Latte. Und da fangen wir jetzt mal an. Als erstes schalten wir das Gerät ein. Das Display beleuchten. Die unterste Taste ist Stummschaltung. Davon rate ich aber ab. Drei vorgegebene Ortungsmuster, einmal in einer Hohlwand, einmal Metalle und einmal stromführende Leitungen. Ich bleibe jetzt bei der Hohlwand und beginne jetzt zu orten. Ganz langsam
über das Feld ziehen. Jetzt merkt man schon, dass sich da was aufbaut. Das heißt, man ist knapp daneben. Da beginnt jetzt die Latte. Da haben wir jetzt neben der Latte, knapp neben der Latte, da leuchtet das Gelb. Und wenn wir jetzt weitergehen, ist grün. Durch das Loch im Gerät könnte man mit einem Bleistift eben anzeichnen, wenn es rot leuchtet, bis dann wieder grün wird, wo der Bereich ist, wo die Ladung dahinter sitzt. Man hat jetzt gemerkt, ganz zum Schluss hat es nochmal kurz rot geleuchtet, obwohl nichts ist. Das ist eben genau das, da passiert die Ortungsfehler oder die Anwendungsfehler. Dieses Gerät muss man irgendwo da in die Nähe, wo man halt sucht, wo man ortet, aufsetzen, den Bereichsschalter wählen, den man braucht, und dann baut das über eine Induktion ein Magnetfeld auf. Und die Sensorik, die das wieder, die Resonanz von dem Magnetfeld wieder abnimmt, muss sie auf eine bestimmte Situation einstellen. Und dann muss man es ganz, ganz, ganz langsam bewegen, damit das Änderungen wahrnimmt. Wenn ich jetzt ganz schnell irgendwo anders hin tue, checkt das Gerät gar nicht und schluckt irgendwie in irgendeiner Art und Weise aus. Also sowas zu machen, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Wirklich langsam, ganz langsam in der Seite, nehmen wir von der anderen Seite den Start- und Endpunkt, und dann kann man das sehr, sehr genau rausfiltern. Noch ein kleiner Tipp, der trifft auf alle Materialien zu, die man sucht in einer Wand, auch wenn das jetzt eine verputzte Wand ist und ich suche eine Stromleitung und man fusselt mit dem Magnetfeld da schon die ganze Zeit umeinander, dann hat man unter Umständen sehr, sehr schnell die Wand statisch aufgeladen. Dann zeigt das Messgerät, obwohl gar nichts dahinter ist, plötzlich schon irgendwas an. Dem kann man entgegenwirken, indem man die zweite Hand auf die Wand legt, um über den Körper und Erdung. Ist natürlich, je besser man isoliert, umso schlechter ist es wieder. Vielleicht dann Gummischuhe ausziehen, dass man selber einigermaßen geerdet ist. Und dann kann man diese Induktion oder diese statische Aufladung abbauen und das Gerät funktioniert wesentlich besser. Eigentlich nur so. Jetzt steht hier Center. Das ist der Mittelpunkt. Ich habe metallisch gesucht. Da oben wird angezeigt. Da oben wird angezeigt nicht magnetisches Metall gefunden. Center. Das ist genau die Mitte. In dem Moment, wie ich mich wegbewege, baut es wieder ab. Kupfer ist ein nicht magnetisches Metall. Das habe ich jetzt stellvertretend genommen für zum Beispiel Kupferheizungsrohre. Habe ich nicht da, ich bin Elektriker. Funktioniert auch wunderbar. Je mehr Störeinflüsse da sind, das heißt irgendwelche anderen Unterkonstruktionen, ich sprich jetzt zum Beispiel Ständerwerk aus Stahlblech an, umso schwieriger wird es. Aber da muss man sich halt mehr Geduld und mehr Zeit nehmen, wenn man weiß, das ist ja das Große, das Gerät müsste das und das und das können, dann probiert man es irgendwie, man wendet es aber falsch an, vielleicht zu schnell, man hat das nicht gewusst mit der statischen Aufladung, dann sagt man, nein, das funktioniert nicht. Das stimmt aber nicht. Alles, jedes neue Produkt, das man irgendwie mit bestimmten Sachen anwenden muss, Werkzeug, muss man erlernen. Und wenn man das drauf hat, dann kann man es sehr, sehr genau machen. Mit einem Alurohr. Center. Weg. Center. Weg. Ich glaube, hat man sehr gut erkennen können. Darf man natürlich mal suchen, ob man eine stromführende Leitung auch finden. Ich glaube,
man hat das recht gut erkennen können, dass das mit der statischen Aufladung sehr früh begonnen hat. Als ich dann die Hand angelegt habe, habe ich das ableiten können und dann war das sehr viel genauer. Gefunden haben wir das Kabel von dem Staubsauger, der da drunter steht, das ist stromführend und das habe ich da dahinter einfach hingehangen. Also auch das hat er wunderbar ganz schnell gemacht. Braucht einen 9 Volt E-Block, der mitgeliefert wird. Mit dabei ist so ein Tragegurt, Handgurt und geliefert wird das Ganze in so einen schönen Taschall mit einem Gürtelclip, dass man es nicht verliert. Momentan, ich verlinke das Gerät unten einmal, momentan gibt es da irgendeine Aktion. Erstens ist so ein Tieflochmarkierer dabei, damit man das sauber markieren kann. Und unter 90 Euro, also ein hervorragender Preis. Sitze ich unten nochmal. Jetzt nochmal zu meinem besonderen Trick: Lochbohren, obwohl ich genau weiß, da drin ist irgendwo eine Leitung. Kann zum Beispiel einmal vorkommen, wenn man Vorhangstangen aufhängen muss, man weiß, da muss irgendwo eine Leitung laufen. In der Küche zum Beispiel, Dunstabzug wird ausgewechselt. Man hat ein wenig eine alte Küche, ein alter integrierter Dunstabzug kommt runter und der Dunstesse wird montiert. Braucht man 4 Löcher oder 6 Löcher, man weiß, es ist da irgendwo stromführende Leitung. Das Ganze, muss ich dazu sagen, ist natürlich bei uns, in meinem Einzugsgebiet, werden fast nur Ziegelhäuser, Massivhäuser gebaut. Da geht es am einfachsten. Es geht bei anderen ja, bedarf aber sehr viel mehr Erfahrung. Und zum Titelbeutel, mir ist klar, dass das ein Holzbohrer ist. Nur das habe ich so da gehabt, also so viel dazu. Wenn da halt eine Leitung drin ist, ich weiß ja genau, es ist da jetzt ungefähr 1 cm Putz drauf. In dem Putz ist das Kabel nicht, ist die Leitung nicht. Ich gehe natürlich jetzt nicht von einer 100 Jahre alten Installation aus, sondern von einer Installation, die letzten 30 Jahre, da ist das so. Da ist die Leitung, wenn es nicht eine Steginstallation ist, die es ja auch schon fast 30 Jahre kaum mehr gibt, relativ einfach. Ich gehe da her, bohre da ganz vorsichtig. Man muss halt das wirklich vorsichtig machen. Man hat ja einen Steinbohrer, der ist ja vorne rund, der ist ja nicht spitzig. Der hat keinen Dorn. Und dann muss man den Zentimeter Putz, den Zentimeter, selbst wenn es 1,5 Zentimeter wären, wegbohren, ganz langsam, ganz sachte, ganz langsam. Und wenn ich in dem Moment, wie ich den Putz durch bin, würde schon ein roter Staub kommen. Wenn ein roter Staub kommt, ist definitiv darunter keine Leitung. Dann kann ich einbohren. Und man muss halt ein kleines bisschen sich das vielleicht markieren. Weil wenn ich heute, ich sage jetzt einmal, ein 6er Dibi habe oder ein 8er Dibi habe, der 4 cm lang ist, dann darf ich halt auch gerade 4 cm reinbohren und nicht 18 cm. Dann passiert halt einfach auch nichts. Ich habe das schon sehr, sehr oft festgestellt, selbst wenn ich jetzt auf eine Leitung komme, kann ich das machen. Also ich habe das schon des Öfteren gemacht, zum Beispiel hinter einem Dunstabzug, wo ich dann hinterher das vielleicht sowieso nicht sehe. Da muss man halt immer die Anwendung, die man gerade hat oder braucht, abwägen. Man kann unter Umständen mit einem kleinen Mäuserl die Leitung ein bisschen freilegen, ein wenig nach unten drücken, da um das Loch einbohren, einen langen Dübel einsetzen, dann kann man das hinterher wieder verputzen. Ist alles wesentlich schneller und einfacher und leichter zu handeln, als wenn man die Leitung abbohrt. Also so brutal viel Angst vor den Geschichten muss man nicht haben. Man muss sich das einfach ganz langsam, man muss überlegen, im Putz ist das nicht drin. Das ist hinterm Putz, also im Stein. Selbst wenn dann ein Gips ist, ist das nicht gleich ein Zehntel Millimeter hinterm Stein. Dann kommt vorher noch der Gips oder mit dem Material, was jetzt zuputzt worden ist. Also wenn ich irgendwo langsam bohre und es kommt roter Staub in der Wand, kann ich mir sicher sein, da dahinter ist nichts. Und so würde ich es auch bei allen anderen Materialien probieren. Es kann natürlich einmal von 100 Mal kann sein, dass das 2 Mal nicht klappt. Ja, dann hat es halt 2 Mal nicht geklappt. Aber die anderen 98 Mal bin ich erhält. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch darum bitten, den Kanal zu abonnieren. Ich habe festgestellt, immer noch schauen nur 30% meine Videos an und haben den Kanal abonniert. 70% der Zuschauer haben den Kanal gar nicht abonniert. Da denkt doch nichts abbrechen, wenn ihr mal auf den Abo-Button draufhauen darfst. Ein kostet nichts und mir hilft es einfach weiter, weil ich weiter ausgestrahlt werde. Vielen Dank.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht verarschen. Bitte euch, servus.